So, da sind wir jetzt im Moment. Und den Wasserfall haben wir ja schon in dem, oder ich habe schon Wasserfall, hier hinten ist direkt ein Wasserfall. Und hier ist natürlich ein See. Den haben wir jetzt schon aus Versehen geplündert, ein bisschen. Weil wir haben so Hunger immer. Hab auch schon ein paar Roh gegessen. Das ist ja kein Problem. Kann man ja hier machen auch. Guck dir mal. Wir freuen uns so. Ich freue mich auch so. Fleisch. Ey, das ist so geil. Wir haben uns so drauf gefreut die ganze Zeit schon. Hab zu meinem Schatzi schon immer gesagt, oh, ein paar Muscheln, ein bisschen Fisch oder irgendwas, was uns ein bisschen Kalorien gibt. Und was wir auch wieder für unser Wohlbefinden haben. Und weil wir fast vegetarisch essen hier. Und ja, mein Schatzi sammelt da noch fleißig ein bisschen, guckt noch nach großen Muscheln. Und wir haben uns jetzt den Brenner aufgestellt und lassen die jetzt ein bisschen kocheln. Und ja, ich werde mir natürlich noch welche roh essen, weil die sind so lecker. Da braucht man keine Gewürze, nix. Man kann die einfach so essen. Und ja, die sind auch so sauber, wenig Sand drin, weil hier so steinig ist und alles. Und wie die liebe Doreen ja schon sagte, man kann die auch zum Angeln nehmen. Aber ich werde jetzt hier nicht angeln, weil wir wollen ja heute noch ein bisschen weiterfahren. Wir machen aber Pause jetzt hier, weil wir haben ja schon 15 Kilometer gemacht. Und unser Limit ist ja 20 so in dem Falle. Wenn wir mehr schaffen, ist immer gut. Aber wir müssen ja nicht hetzen. Wir wollen ja auch mal ein bisschen was für uns tun. Und das ist natürlich der perfekte Punkt hier, was für uns zu tun. Weil wir sammeln hier gerade... Oh, ja, meine Kamera liegt schon ziemlich nah am Wasser. Ich weiß ja nicht, was hier los ist. Die ist zwar eine Wasserkamera unter Wasser, also das ist keine Kamera, aber da ist er. Und damit der nehme ich halt immer auf, nebenbei. Und Schatzi wirft halt hier fleißig Muscheln, die wühlt halt in dem Tang rum, in dem Seetang, den man auch essen kann, soweit ich weiß, aber wir lassen es mal. Oh, da ist ein Krebs. Guck mal, seht ihr den? Warte mal. Ah, jetzt krümmelt er, warte mal. Da krabbelt er. Seht ihr den? Ein Krebs, eine Krabbe. Cool, zwei Krabben. Ah, mal gucken, ob die da kämpfen. Ja, die kämpfen miteinander. Oh, doch nicht. Jeder hat die andere verjorgt. Die riechen Muschelfleisch. Wir haben hier gerade ein paar Muscheln geknackt. Und da krabbeln sie. Da sind sie unter Wasser. Cool. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wunderbar. Oh, da hinten ist ja noch ein großer. Wow. Ich weiß gar nicht, ob ihr den seht, aber ich sehe den auf jeden Fall. Warte mal, wo ist denn der jetzt? Wo sehe ich ihn auf der Kamera? Oh, eine große Krabbe, ey. Wow, schön. Da krabbelt sie. Da, man sieht sie ein bisschen. Hinter dem Seetang? Hinter dem Tang hier. Siehst du die? Hinter dem Tang, da krabbelt ihr. Also, wow. Also, hier sind einige Krabben und Krebse drin. Also, wunderschön. Ist ein gutes Zeichen für dieses Gewässer. Wir haben hier massig an Muscheln gefunden, gerade schon am Ufer. Ein sehr gutes Zeichen für dieses Gewässer hier, dass hier noch gutes Leben herrscht, dass Wasserqualität sehr gut ist. Und ja, wir freuen uns total drauf, jetzt gleich was essen zu dürfen. Vor allem Muscheln, das ist das erste Mal hier. Ey, wir sind sehr, sehr dankbar. Wirklich vielen, vielen Dank an diese wundervolle Natur und dass wir uns hiervon ernähren dürfen. Dankeschön, wir sind glücklich. Ja, wir sind glücklich. Ja, ich bin so happy. Ja, ich freue mich total. Dankeschön. Da ist unser Kocher. Da oben stehen unsere Fahrräder. Und gleich gibt's Essen. Wunderbar. Mal ein super schöner Tag. Mal nicht abkämpfen. Heute war gut bergab. Also wir kämpfen uns nicht ab. Heute ist eine sehr, sehr schöne Strecke bis jetzt. Und wir sind auch sehr, sehr dankbar darüber, dass wir die Strecke fahren dürfen. Also, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.